Kunst ist Schönheit. Größe. Wahrheit. Wahrheit. Ein Spiel. Malerei. Farbe. Abstraktion. Material. Blick ins Seelenleben. Zärtlichkeit. Ein Rätsel. Verbindung mit fernen Welten. Kunst ist. Kunst ist systemrelevant, gesellschaftskritisch. Wie war das mit Beuys? Jeder ist ein Künstler. Google ist Kunst. Leben, Kunst ist es. Ich hab dich im Schatten deiner selbst erblickt, wie du den Kopf zur Seite knickst, wie du verstohlen am Rotwein nippst, schreist leise auf mystische Weise Probleme in ein Glas. Ich hab dich erblickt, wie du an der Realität erstickst, wie du den Wein über die weiße Kleidung kippst. Kunst ist es, schreist du mich an. Und der rote Fleck da auf deinem Oberteil widerspiegelt deine Erleichterung. Der dunkelrote Fleck da, Kunst ist es. Aus deinen Augen fällt die Last, befreit aus diesem Gedankenknast. Wieso muss denn diese verdammte Erde jetzt aufhören, sich zu drehen? Wieso muss ich Menschen beim Vereinsamen zusehen, muss lachen? Trotzdem ist ja normal, Stress zu überstehen. Bin ja noch jung, hab das Leben eh noch nicht gesehen. Ich hab uns erblickt, wie du und ich nach Freiheit streben, jubelnd die Hände in den Himmel heben, mit tosendem Applaus hoch hinaus und für einen kurzen Augenblick mal stolz sind auf unser Leben. Denn zu leben, Kunst ist es. Manchmal habe ich das Gefühl, ich grenze mich selber zu sehr ein. Ich traue mich zu wenig und glaube, schwach zu sein. Ich errichte Mauern, die ich nicht überwinden kann. Ich stehe mir selber auf dem Weg und komme nirgends an. Werde merken, dass Grenzen nur im Kopf existieren und dass ich sie einreißen kann. Ich muss es nur wollen. Werde merken, dass ich stark bin, dass Fehler die Farben im Leben sind, dass meine Schwächen mich erstrahlen lassen. Ich muss mich nicht für sie schämen oder hassen. Jetzt grenze ich mich nicht mehr ein. Ich mache mein Herz weit und lasse das Leben rein. Ich glaube, gut genug zu sein. Sie geht auf, die verschlossene Tür. Ich sehe mein Ziel klar vor mir. Und schon wieder bin ich in meiner Gedankenblase, stehe vorm Spiegel, schaue mich an, hab so eine Phase. Ich weiß nicht viel, doch suche den Sinn, frag mich immer warum, renn in mir drin, such immer das Ziel, obwohl ich nicht weiß, wo es ist. Aber es lohnt sich zu kämpfen, damit man das Leben, das Lieben, das Freisein nicht vergisst. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Kunst wird immer da sein, sich immer wieder verändern. Kunst ist so viel mehr als eine Sache. Kunst ist Bedeutung. Kunst ist Leidenschaft. Kunst ist Liebe.